Am 18. September öffnete Bezirksvorsteher Georg Pappe die Outdoor-Fitnessanlage am Loretta-Platz in Jedlsee. Es handelt sich nunmehr um die zweite Outdoor-Fitnessanlage in Floridsdorf, nachdem die erste im Wasserpark in Betrieb gegangen ist. Die Errichtung der Fitnessanlagen geht auf einen einstimmigen Beschluss im Bezirksparlament zurück. Heute informierten auch Trainerinnen über die richtige Handhabung der Geräte. Dies ist übrigens noch an den nächsten zwei Donnerstagen möglich. Neben den zahlreichen Besuchern nützten auch die Kinder der Schule in der Christian-Bucher-Gasse die Anlage. Steigt, wenn ich gerade Rücken, genau. Und man hat da irgendwie Schwierigkeiten. So, der Herr Bezirksvorsteher sportlich unterwegs. Der Platz wird sehr gut angenommen. Ja, wir haben hier am Loretto-Platz den zweiten Generationen Aktivpark errichtet. Und er wird wirklich sehr gut angenommen, das freut uns auch. Und wir wollen noch 2015 einen dritten im Bezirk errichten. Es war ganz interessant, ich war ziemlich zeitig da und da ist eine alte Dame mit Stock gekommen, hat den Stock auf die Seiten geklickt und ist auf ein Gerät drauf. Das war faszinierend. Ja, also ich habe auch schon, wie ich hergekommen bin, sowohl ältere Personen als auch junge Mädels und Burschen gesehen, die trainieren. Und das macht es, glaube ich, auch so aus, dass dieser Platz hier wirklich von allen in Jedlsee in Beschlag genommen wird. Es sind ja noch welche geplant, oder zumindest einer ist ja noch geplant. Hm? Genau, ein so ein Platz kostet dem Bezirk rund 20.000 Euro im Ankauf der Geräte und dann noch Errichtungskosten mit Fundament und Wegenetz. Und wir haben 2013 einen Aktivpark im Wasserpark errichtet, jetzt 2014 hier den auf der Loretto-Wiese, am Loretto-Platz in Jedlsee. Und wir haben gerade die Floridsdorferinnen und Floridsdorfer eingeladen, Vorschläge für einen Ort 2015 zu machen, weil wir wollen auch 2015 so einen Park errichten. Also eine gute Idee und es ist, glaube ich, auch im Sinne der Gesundheit der Floridsdorfer. Es ist im Sinne der Gesundheit, es ist ohne Konsumzwang, es ist ja dann das Trainieren gratis und das ist, glaube ich, auch wichtig, um die Parkanlagen und Grünflächen im Bezirk aufzuwerten. Wunderbar, Dankeschön.